Und wir sind wieder oben in Finkton proper. Schau mal, wie es Fink eigentlich so geht. Auf in den Kampf! Du wirst sterben! Wer wird sterben, hä? Oh, ich sehe da was. Ich sehe da was Cooles. Eine neue Kraft! Ladung, das ist auch so scheiße übersetzt, weil im Englischen heißt es eigentlich Charge. Weißt du, eigentlich Ansturm oder so wird besser passen. Werde ich euch gleich zeigen, was das ist. Yes. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Ja, können wir nicht fallen machen, sondern einfach halt stärker sein. So, hier gibt's auch wieder Kombinationen, aber zuerst mach ich's mal normal. So, wo haben wir denn? Damit ich das mal gleich ein bisschen demonstriere, bevor die Vox da alle tötet. Ich weiß gar nicht, ob die alle alleine töten können. So, da können wir einfach... So, wir können das aber auch aufladen und dann ist es stärker. Es gibt auch Kombinationen, zum Beispiel das da. Achso, das wird jetzt nicht so... Oh, warte mal, wir sind ja fast tot. What the fuck, da war ich ein bisschen zu übermütig. Ich glaube, ab jetzt werden die Gegner auch ein bisschen stärker. Raketen, Achtung! Vielleicht sollten wir das nicht so leicht nehmen, aber ich will jetzt mal das probieren. Hallo? So, und dann... Boom! Ah, das hat nicht so... Ach so, die Snipers sind die Arschlöcher. Wo ist der Sniper? Oben ist er. Und da ist er. So gut. Das, weil Sniper, die ziehen echt verdammt viel ab. Alter, wir brauchen so dringend Gesundheit und so ist was. Weiß nicht, ob das jetzt funktioniert hat. Ich will das jetzt machen. Nee, warte. Zuerst Feuer und dann Charge. Machen wir das mal. Komm, ich will unbedingt... Oh, da ist ein geeignetes Opfer. So. So. Und dann... Achso, der brennt ja nicht mehr vernünftig. Okay, ich glaube, das ist schon das. Jedenfalls gibt es da eine kleine Explosion und jetzt haben wir... Hallo? Oh, das war's schon. Jedenfalls gibt's noch eine andere Kombination mit Bucking Bronco und Charge. Das zeige ich euch dann gleich noch. Sorry, ich habe da gerade ein bisschen so retarded rumgestottert. Ist da oben Gesundheit? Ich will nicht einfach so weitergehen. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie in Gesundheitsschwierigkeiten komme. Ja, hier ist wenigstens noch ein Apfel, der ein bisschen was auffüllt. Oh, ist da noch was drin? Yes, so, gut. Na, das habe ich gebraucht. So, jedenfalls bei Devil's Kiss und Charge gibt es halt so eine Explosion. Wahrscheinlich hat man es auch nicht so gut gesehen, weil der nicht in der Gruppe war, sondern alleine. Aber ja, werde ich wahrscheinlich sowieso nicht oft verwenden. Das andere, aber die andere Kombi, die werde ich vielleicht öfter verwenden. So, kann ich die eigentlich nochmal kontrollieren? Waffenanken haben wir nicht mehr genug. Toll, das hat uns 3 Silver Eagle gebracht. Gut. Ach ja, den Hebel sollten wir aktivieren. Tja, wir haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Es ist ja die Frage, ob du Welten erschaffst oder ob du uns da einfach nur hinbringst. So, schauen wir mal, was für ein Chaos da ist und wie es unserer Jenny geht. Okay, die helfen uns wieder. Wir können sogar die Haken verwenden, cool. Oh, Moskitos. Geht auf Salze, so, das wollte ich. So, und zwar können wir das machen und dann, bam, sie ist sehr weit weggestoßen. Was vor allem nützlich ist, wenn da eine Schlucht irgendwo ist. So, Mr. Chen Lin, Sir.
Also, ich meine die Vox... Was war denn das jetzt schon wieder, Elisabeth? Schauen wir mal. Brauchen die überhaupt noch Waffen oder was? Oder was ist das eigentlich? So, Jenny? Nein. Nein, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elisabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Scheiße, wir haben sie getötet. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss ihnen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Ja, genau so, wie ich es mir gedacht habe. So, und hier haben wir unser altbekanntes Schloss, das keiner aufkriegt. Vielleicht haben wir jetzt... Ja... Das sieht gut aus. Und das Schloss ist weg. Danke, Vox. Langsam gefällt mir das. Hier brennt alles. Hallo. Zack. Ein bisschen Geld noch finden. Ja, ihr macht das mal. Ups, da ist aber ein bisschen viel. Das sollten wir vielleicht ein bisschen helfen. Oh, warte mal. Die machen wir einfach. Ich bin noch am Suchen. So, das sollte lustig werden, noch gar nicht. So. Dann stoßen wir mal ein paar runter, wenn wir das jetzt schon können. Wenn da noch irgendwo Leute sind. So, was sind da für Medizinkits? Okay. Deckung. Oder Raketenautomat. Das gefällt mir schon besser. Und schon tot. Oh, shit. Tötet ihn mit der eigenen Waffe. So. Da vorne sind noch Leute. Das Lustige ist, das sind Türen, da kommen zwar rein, aber da ist absolut nichts. Ich glaube, die sollten eigentlich zu bleiben und da sollten nur Gegner rauskommen. Oh mein Gott. Ja. Die Situation wurde gerade brachial schlimmer. Da ist übrigens auch nichts. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Runterholen. Gut, dann holen wir uns mal einen runter. Die besten Witze aus dem Jahr 1999. So. Kommen wir denn da am besten hoch. War da irgendwas Bestimmtes? Ich weiß es jetzt nicht mehr sicher. Und... den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Alter, Booker, bitte sag nicht so oft runterholen, okay? Oh, Shotgun. Nehmen wir die Shotgun. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. So. Vielleicht probieren wir nochmal die Explosion, weil da dürften ja ein bisschen mehr Leute drin sein. Was? Elisabeth? Bist du mitgekommen? Sie ist mitgekommen. Du solltest doch eigentlich unten warten, oder nicht?
Wer macht wen Fall? Oh fuck. So. Oh, das ist ein stärkerer. So. Du stirbst da. Gut, alle tot. Kommt da noch was? Mir jetzt egal, ob da noch was kommt. Ich mach das jetzt Teil jetzt kaputt. Mach ihn kaputt! So. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Wir sollten jetzt schnell abhauen. Ich weiß gar nicht, ob es passieren kann, dass wir da mit dem Teil mit abstürzen und aussterben. Vielleicht passiert es jetzt gleich das erste Mal, weil ich die Skyline nicht mehr finde. Scheiße, wo ist denn die Skyline? Ja, ich glaube, ich werde gleich das erste Mal sterben. Weil dreht sich das einfach nur im Kreis, bis ich runterhüpfe. Hallo? Ah, da. Da sind Skylines. Okay. Und alle jubeln und wir kommen durch die Tür. Und jetzt stützt es ab. Okay, das dreht sich anscheinend wirklich nur im Kreis, bis... Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Und eigentlich sagt Elizabeth da ja, Pucker, das war unglaublich, aber ich glaube, Elizabeth ist gerade mit dem Schiff abgestürzt. Elizabeth? Hallo? Ich meine, ich sehe sie nirgendwo. Ich meine, es nervt mich ein bisschen, dass die Szene jetzt irgendwie ein bisschen doofer war, weil man das von Elizabeth nicht hört, aber irgendwie ist es schon lustig. Elizabeth? Alter, ich glaube, die ist echt gerade mit dem Schiff abgestürzt. Die ist nirgends und hier haben wir ein Teleskop. Wunderbar. Wunderbare Aussicht haben wir hier. Ich streiche das nur kurz aus, bevor es überhaupt ja relevant wird. Gut. So. Elizabeth? Die ist echt einfach weg. Glaub's nicht. Aber im nächsten Bereich dürfte sie wieder da sein, hoffe ich. Elizabeth? Ah, jetzt bist du wieder da, okay. Siehst nicht so erfreut aus. Nachdem du mit dem Luftschiff gestürzt bist.